So, mein Engel. Staple number three. Three. Meine Stimme ist schon total. Stimmbänder bilden schon einen Chor. We will see. Staple number three. What habe du da? Den Park. Ich habe eine Gruppe von Leuten. Kann aber auch irgendwas Offizielles sein. Irgendwas wird öffentlich gemacht, veröffentlicht. Oder die Bekanntmachung. Kann sogar auch dafür stehen, dass jemand, ja, entweder ein Coming Out hat oder zu Coming Out kann ja alles sein. Coming Out bedeutet auch, da fällt mir das Lied ein von Diana Ross. I'm coming out, I want the world to know and let them show. Also dieses, ja, zu jemandem stehen. Hier könnte jemand bald, entweder du oder ihr zusammen oder wer auch immer, zu einer Sache stehen. Zu sich selbst, zu einer Sache. Zu irgendwas stehen. Oder sich auch zu einer Gruppe stehen. Sagen, ich gehöre dieser Gruppe an und ich stehe dazu. Okay? We will see. Dann haben wir 6, 7, 8 der Schwerter. 8 der Schwerter. Oh, okay. Hier hat jemand bislang Schwierigkeiten gehabt, dazu zu stehen. Das wird sich aber ändern. Oh, siehst du, habe ich gerade noch gesagt. Hier wird jemand dazu stehen. Der Bär, der steht so Power, Kraft, Selbstbewusstsein. Hier wird jemand, also wenn du bislang Probleme hattest, dich in der Öffentlichkeit zu zeigen, weil hier vielleicht hast du zugenommen, ne? Und du hattest Schwierigkeiten, dich in der Öffentlichkeit zu zeigen, hast dich vielleicht geschämt oder vielleicht fühlst du dich nicht so hübsch oder was auch immer, das wird sich ändern. Das wird sich ändern. Du wirst bald hier in der Öffentlichkeit stehen und nach dem Motto, hier, wer mich nicht mag, der muss noch an sich arbeiten. Aber hier steht es auch dafür, dass jemand bald zu dir hält und zu dir steht. Hier könnte dich jemand auch beschützen. Also das kann ganz lediglich ein Anwalt, eine Anwältin sein. Oder ein Experte oder du setzt dich für etwas ein. Du könntest dich auch für eine Gruppe von Menschen einsetzen. Für irgendwen setzt du dich ein. Das ist hier ein völliger Einsatz, selbstbewusst. Und hier auf den Tisch schauen und sagen, so ist es. Und ich stehe dazu. Okay. Und auch in der Liebe, ganz klar. In der Liebe könnte jemand bald an deiner Seite stehen und sagen, ich stehe offen jetzt öffentlich zu dir. Ich liebe dich und ich zeige das der ganzen Welt. Und wem es nicht passt, der hat Pech gehabt. Das ist hier jemand, der oder die bald den Mut haben wird, zu einer Sache, zu sich selbst, zu dir oder zu was immer auch zu stehen. 10 der Stäbe. Ja, guck hier. Hier gibt 10 der Stäbe ist die Bürde. Jemand hat sich davon, diese Person, das kann auch für dich selber stehen, empfand es als Bürde, zu etwas zu stehen. Angst. Hier, 8 der Schwerter. Das sind die Grenzen im Kopf. Das sind keine Grenzen von außen. Das sind Grenzen, die man sich selber gesetzt hat. Ängste. Pure Illusion. Und das hat einen, das war hier, die 10 der Stäbe ist der Mann, der 10 Stäbe auf dem Buckel hat und fix und alle ist. Aber die 10 im Tarot steht auch für Ende. Das heißt, diese Angst im Kopf und dieses ich weiß nicht und ich weiß nicht, das nimmt jetzt ein Ende. Jemand gibt diese Beschränkungen, diese Grenzen im Kopf auf und steht zu seinen Gefühlen, steht zu seiner Meinung, männlich wie weiblich, ist egal. Und das macht man öffentlich bekannt. So dieses, von mir aus kannst du die ganze Welt erfahren, ist mir egal. Oder von mir aus kann mich die ganze Welt sehen. Sag ich ja, hier, vielleicht hast du, ja, vielleicht wolltest du schon immer mal in der Öffentlichkeit Seminare abhalten oder so, ja. Oder in der Öffentlichkeit stehen, wo auch immer. Und du hast dich bisher nicht getraut, ne. Vielleicht auch einen Job zu machen, wo du mit vielen Menschen zu tun hast und hast du dich auch nicht getraut. Das wird sich ändern. Das wird sich ändern. Also mal weiterschauen. Bist du eben gerade sprach ich noch Veränderung und da ist sie. Die Störche stehen für Veränderung. Das wird sich verändern. Wer immer hier noch ängstlich war, scheu,
hat sich nicht getraut, so hier im Kopf gefangen, so dieses Denkertyp, eine Denketype, ja, so denken, 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 denken. Die Liebe ist einfach stärker, ja, hier ist die Liebe. Da haben wir die Königin, ja, ich glaube, es ist die Königin der Kelche, Fische, Krebs, Skorpion. Diese Person könnte Fische, Krebs, Skorpion in der Chart haben oder du bist das, ja. Das steht hier für den Widder. Kommt auch jemand Widder in der Chart haben, der Bär. Und das wird sich verändern. Jemand liebt dich oder liebt die Sache oder liebt diese Gemeinschaft und will so dieses, die Liebe wird in dem Fall. Und das hatte ich auch, ich weiß nicht, wo ich das hatte, in welchem Orakel, wo ich gesagt habe, wenn die Liebe zu einem Menschen oder zu einer Sache größer wird als die Angst, dann wird man mutig. Und das habe ich ja auch, das war im letzten Dual- und Seelenpartner-Orakel, ist das sogar ein Spruch von Willem Vincent van Gogh. Je mehr man liebt, umso tätiger wird man sein. Also hier wird jemand, ja, wie sagt man, tatkräftig. Hier wird jemand etwas tun, was man sonst so nie tut oder nie getan hat. Und da wird, also das kriegen viele mit, ne? Das ist die Öffentlichkeit. Müssen wir gleich mal gucken, wie die Leute drauf reagieren. Jemand wird sich auch äußerlich verändern. Ich habe hier auch äußerliche Veränderungen. So, wie nennt man das? Glow-up. Hier hat jemand einen Glow-up. Glow-up bedeutet, dass man sich verschönert. Entweder umstylt. Also richtig so schön, richtig schön aussieht. Richtig toll, wirklich. Auch wenn man vielleicht ein bisschen Speck auf den Hüften hat. Ich weiß nicht, was du hier tust. Und wenn das nicht für dich steht, dann steht es für die Person, für die du schaust. Ich habe hier, wie immer das auch ist, ganz gleich, ob man jetzt eine tolle Figur hat oder kräftig ist oder schlank ist, es spielt keine Rolle. Ich habe hier, dass jemand sich verschönert, verjüngt und dass man dadurch wahnsinnig beliebt wird. Also man kommt gut an bei den Leuten hier. Die Leute werden dich oder diese Person als sehr attraktiv empfinden. Sehr attraktiv. So selbstbewusst und starke Ausstrahlung und wow. Also wenn du das bist, dann habe ich hier körperliche Veränderungen, die bei vielen gut ankommt. Zack, ja, also die Leute werden sich wirklich nach dir umsehen. Sehr beliebt sein. Deine Sorge war die ganze Zeit unbegründet oder die ist unbegründet und das wirst du bald auch verstehen. Und dasselbe gilt auch, wenn es in der Liebe ist. Das ist witzig und das freut mich auch. Wer immer diese Person ist, dieser Mann, diese Frau, das steht auch für dich, kann auch für dich stehen, mein Schatz, hat sich verrückt gemacht, was die Leute denken, wenn man zu dir steht. In dem Augenblick, wo diese Person die Angst über Bord wirft und sagt, ich stehe jetzt zu mir, zu meinem Coming Out oder ich stehe jetzt zu meinem Aussehen oder stehe zu dieser Liebe, ganz gleich, was die Leute sagen, diese Person hier wird erstaunt sein, wie gut es ankommt. Und dass diese ganzen Sorgen und Gedanken und was die Leute denken, was die Leute sagen können, völlig unnötig sind. Denn ich habe, dass die anderen das bewundern werden. Ich habe hier Bewunderung. Man wird den Mut bewundern, man wird den Einsatz bewundern. Diese ganzen Sorgen sind völlig unnötig und das wird man erkennen. Diese Person wird erkennen, mein Gott, habe ich mich für nichts verrückt gemacht. Im Gegenteil, ich hätte das schon längst machen können. Also jeder sagt mir, dass er das toll findet. So dieses, entweder, dass man zu dir steht, in der Liebe, sage ich ja, oder dass man zu sich selber steht, zu seiner Meinung steht, zu seinem Coming Out steht.
Hier könnte jemand auch sagen, zum Beispiel, ich schmeiß meinen Job über Bord und ich mache eine Kneipe auf. Auch das kann es sein, okay? Also sowas immer man hier, wo man sich verrückt gemacht hat, oh Gott, die Leute lästern und denken, diese Person hier wird sich wundern, dass es genau das Gegenteil ist von dem, was man die ganze Zeit befürchtet hat. Ja, there it is. I told you so. Love. Da ist die Liebe. Oh, das ist eine Liebeserklärung. Oh, mein Schatz. Das ist eine Liebeserklärung. Das Ass der Kelche. Guck mal hier, da ist das Herz. Hier wird jemand endlich zu seiner Liebe stehen, zu ihrer Liebe stehen. Das kann für dich selber stehen. Das kann aber auch für jemand anderes stehen. Und auch hier habe ich zwei Personen, zwei Personen. Hier habe ich aber allerdings, anders als in den Stapel 1 und Stapel 2, hier habe ich, weil ich habe hier die 10 der Stäbe, hier wird jemand etwas beenden, offiziell, offiziell beenden und wirklich der halben Welt Bescheid sagen, dass es beendet ist. Eine Partnerschaft beenden, einen Job beenden, irgendwas beenden, endgültig beenden, um dann das zu tun, was man liebt. Also entweder ein Neubeginn mit einer neuen Person und diese Person könnte Fische, Krebs, Skorpion in der Chart haben. Okay? Oder einfach etwas tun, was man schon immer mal machen wollte. Okay? Ja. There it is, Baby. Oh, Baby. Haben wir denn 4, 6, 9 der Münzen? Oh, Baby, oh, Baby, 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 Baby. Oh, Baby, Baby, Baby. Oh, Baby, Baby. 9 der Münzen, hier wird jemand Single. Hier ist bald jemand Single. Single, 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 Single. Entweder wirst du dich trennen und ich habe hier. Selbstsicherheit, Selbstsicherheit, mein lieber Scholli, das ist ja unglaublich. Unglaublich, wie viel Mut hier drin steckt. So viel Mut habe ich schon ewig nicht mehr hier im Kartenblatt gesehen, wenn überhaupt. Hier strotzt jemand vor Selbstbewusstsein, vor Mut, wo man sich aber die ganze Zeit hier in die Hose gekackert hat, die ganze Zeit. Das wird dir umschlagen. Hier wird jemand von ganz ängstlich und oh Gott, oh Gott, oh Gott, was denken die Leute, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann so, ich stehe dazu, ich bin so, ich liebe diese Frau, ich liebe diesen Mann und ich bin, wer ich bin und hier bin ich, guck mich an, mir egal. Also, das ist hier eine Transformation der Superlative. Und es kann auch eine ganz klassische Aussage sein, entweder du oder diese Person hier. Wenn du Single bist, dann lernst du hier eine Person kennen, die sich gerade frisch getrennt hat oder frisch in Trennung ist. Okay? Wichtig für dich zu wissen. Aber für alle, die auf irgendwen hier warten, ich habe endlich ist diese Person soweit. Diese Person ist endlich bereit für den Neubeginn in der Liebe. Und ist jetzt auch Single, ist jetzt auch völlig frei. Das war man die ganze Zeit nicht. Selbst wenn er oder sie mit niemandem zusammen war, dann hat diese Person hier noch Hoffnung gehabt. Hoffnung. Die hier war im Kopf gefangen. Hier hat jemand noch auf wen anderes gewartet oder gewartet, dass wieder was draus wird. Das wird man über Bord werfen hier. 10 der Stäbe, finito. Und dann ist man hier Single. Single und strotzt nur so vor Selbstsicherheit. Hier ist sich jemand seiner Gefühle sicher. Ass der Kelche. Oh, hier ist jemand, sie ist seiner Gefühle sehr sicher. Ja. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my God. Oh my God. Freude pur. Glück und Freude. Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli. 6 der Münzen. Hier will's jemand aber wirklich wissen. Hier will jemand eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Hier, das kann hier auch übrigens für eine Person stehen, die stur ist, arrogant ist und kontrollsüchtig hier. So, my way or the highway, ne? Sowas.
Und das lässt man, guck mal hier, man lässt diese Person zurück, so dieses, ich habe keinen Bock mehr auf deine Mind Games und Spielchen, was du willst und ich muss nach deiner Pfeife tanzen. Das hört auf. Das muss aber nicht unbedingt nur in der Liebe sein. Das kann eine Vaterfigur sein. Eine Vaterfigur oder eine Mutterfigur hat ihn oder sie die ganze Zeit kontrolliert. Vielleicht wollte er oder wollte die Mutter oder Vater, die Eltern wollten nicht, dass du, dass er oder sie zu dir steht, okay? Und dem dreht man jetzt den Rücken zu und sagt, ich lasse mir hier von niemandem mehr irgendwas sagen. Denn die ganze Zeit hat man hier Mind Control. We don't need no education. Das hatte ich auch vor einigen Monaten, hatte ich das ja. Im Matrix-Orakulum war das, glaube ich. We don't need no thoughts control. Hier wurde jemand, ja, manipuliert. Du musst das machen, du machst das, ich will das. Hier war jemand, hat sich jemand von entweder, sage ich ja, von einem Liebespartner, Liebespartnerin oder Mutter oder Vater kontrollieren lassen. Und davon befreit man sich. Und das war eine Bürde, eine richtige Bürde für diesen Mann, für diese Frau. Und dem wird man jetzt den Rücken zudrehen. Man dreht hier dem Ganzen den Rücken zu. Man könnte sogar eine romantische Person und eine Mutter oder eine Vaterfigur, so dieses, ne, könnte mich mal hier peripher. Und dann startet man, ist man hier völlig frei. Hier startet jemand, hier schließt jemand total ab und startet völlig neu in eine glücklich, wirklich glücklich, glückbringende Zukunft. Das muss man dazu sagen. Das bringt hier richtig Glück. 9 der Münzen, 6 der Münzen. Hallo? Was immer man hier beginnt, eine neue Zukunft, etwas, das man liebt, wenn es hier nichts mit Liebe zu tun hat, dann wird jemand endlich das tun, was man liebt. Page der Stäbe hier. Dieser Mann hält einen Stab und das hatte ich in Stapel 2. Page der Stäbe. Hier hat jemand endlich die Cojones, wie man so schön sagt, um das zu tun, was man liebt. Sag ich ja. Irgendeinen Job an Nagel hängen, um dann in die Selbstständigkeit oder irgendwas zu tun, was man liebt oder keine Ahnung was. Und ansonsten kann das ganz klar für die Liebe stehen, okay? Man lässt hier das zurück und steht hier. Und das wird das muss ich wirklich dazu sagen. Also, dass wer immer sich hier einlässt, das wird eine Partnerschaft 50-50 hier. 6 der Münzen, das steht für Ausgleich. Eine Beziehung, die, wo beide Partner sehr stabil sind oder gemeinsam. Hier kommt the Frog in meinem Hals. Vorhin sprach ich noch von Hals, Nasen, Ohren, Stimmen, ne? Weil das steht dafür. Schlüssel mit den 9 der Münzen, das hier, auch noch mit dem Kleeblatt und den 6 der Münzen. Dieser Mann, diese Frau steuert auf eine Partnerschaft mit dir, die auch nicht nur Liebe, das hatte ich in Stapel 1 übrigens, nicht nur in der Liebe, sondern auch gemeinsam, wenn ihr euch zusammentut, join forces, ja, habe ich hier ein Power Couple. Zwei, die beide stabil sind und wenn sie sich zusammentun, so noch mehr Stabilität aufbauen. Große Sicherheit und Stabilität, aber 50-50, keiner gibt mehr oder weniger. Das ist hier wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe, 50-50 in allem und sehr viel glückbringend. Ich sag ja Münzen, so. Also diese zwei, dieser Mann, diese Frau steuert auf einen Mann, auf eine Frau zu, das bist du vielleicht, ja, das sehr viel Glück bringt. So, und wenn das nichts mit der Liebe zu tun hat, gleiches Spiel. Dieser Mann, diese Frau wird irgendetwas aufgeben, um dann hier mit dir etwas zu starten. Und das wird extrem lukrativ. Und das hier kann für dich stehen. Das kannst auch du sein. Du hast die ganze Zeit immer nur das getan, was die anderen von dir wollten. Du hast etwas getan. Ja, du mochtest es, aber es war eine Bürde. Es war eine richtige
Bürde. Es war ein Kraftakt. Und du hast das nur gemacht, weil, naja, wie das halt so ist. Bringt Sicherheit, bringt Geld, aber es hat dich nicht erfüllt. Und jetzt endlich hast du den Mut, etwas an den Nagel zu hängen, um etwas völlig Neues zu beginnen. Aber es ist etwas, was du schon immer machen wolltest, oder es ist etwas, was dir sehr am Herzen liegt, was du liebst. Du liebst es. Mit voller Inbrunst. Und ich habe hier, das ist die beste Entscheidung, die du überhaupt treffen kannst. Denn in der Tat, nicht nur, dass es etwas ist, das du dann endlich liebst, sondern das hier bringt dir sogar mehr ein als das hier. Und das wolltest du die ganze Zeit nicht aufgeben, weil jeder dir geraten hat, dass dir doch das Sicherheit bringt. Wie kannst du das? Oder du selbst hast dich verrückt gemacht, okay? Lass uns mal klären. Ja, hier ist ein Vertrag. Guck hier. Contract. Vertrag. Hier. Signature. Unterschreiben. Das ist hier ein Vertrag. Hier hat jetzt endlich jemand den Mut, etwas einzugehen. Hier, guck. Man geht etwas ein. Und das gilt eben auch im Job. Sag ja, hier geht jemand ein Wagnis ein. Hier geht jemand richtig ein Wagnis ein. Hier traut sich jemand mal endlich etwas. Und die ganze Zeit war man, hatte man Kopfkino. Ach der Schwerter. Kopfkino ohne Ende. Und endlich hat man den Mut. Das steht für Mut. Mutig etwas tun, das man liebt. So, und in der Liebe, ist klar, habe ich ja gerade zu Genüge erzählt. Den Mut haben, denn das steht hier für den Vertrag, sich einzulassen, auf etwas, auf jemanden anderen einzulassen. Das kannst natürlich du sein, okay? Also, dass sich hier diese Person endlich auf dich einlässt, und zwar offiziell, und davor hatte man Angst bisher. Oh, guck hier. Ich sag doch, das kann hier. Strategie, guck, Schachmatt. Die ganze Zeit Manipulation. Hier hat jemand richtig, diese Person wurde strategisch manipuliert. Entweder von der noch Frau, noch Mann, von einer Ex, von einem Ex, von einer Mutterfigur, Vaterfigur oder von den Eltern. Das können sogar die Eltern sein. Hier habe ich eine Mutterfigur und hier habe ich eine Vaterfigur, aber die Vaterfigur könnte hier, guck, liegt Schachmatt, hier, ist irgendwie unbeweglich, kann sich nicht bewegen, guck. Lass mich nochmal nach dem Wort gucken, bitte. Gib mir mal bitte eine Sekunde, weil ich meine Französisch, ist leider, ich habe hier meine Spickzettel, ist nicht so besonders. Aber manchmal anhand des Bildes sieht man das ja schon, dass das für Schachmatt steht. Ja, ein Fehler. Ah, das ist ja interessant, okay. Also, hier erkennt jemand endlich, ich verstehe, das ist jetzt eine sehr spezielle Reisegruppe. Das kann auch jetzt Business sein. Also, hier erkennt jemand einen Fehler im System, einen Fehler im Vertrag oder ein Schlupfloch im Vertrag. Wenn du oder wer auch immer hier einen Knebelvertrag hatte, eine Abmachung hatte, dann findet man endlich ein Schlupfloch. Man findet einen Fehler, um aus diesem Vertrag herauszukommen. Oder man findet hier den Fehler im System. Sag ja, gesetzliches Schlupfloch. Man findet irgendein Schlupfloch.
in wo auch immer, Verträge. Verträge, Gesetzeslage. Und dann kommt man raus. Die ganze Zeit war man vertraglich gebunden zu irgendwem oder mit irgendwem. Das kann für dich stehen. Vielleicht willst du schon vorzeitig aus deiner Wohnung raus, aus dem Haus raus oder aus irgendeinem Vertrag willst du raus und du kommst da raus. Irgendjemand wird dir dabei helfen, aus einer Abmachung oder aus einem Vertrag herauszukommen. Das kann auch für dich selber stehen. Oder hier, weil das hier, das steht für Fehler, einen Fehler zu finden im System, wo du dann hier Geld bekommst. Das steht für Geld. Hier, du wirst definitiv, und zwar mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Wirklich, hier, 100% Schlüssel. Hier, Glück is on the way to you. 9 der Münzen, 6 der Münzen. Das ist hier eine Rückzahlung. Jemand hilft dir aus einem Vertrag raus oder du findest gemeinsam mit irgendwem, findest du einen Fehler, ein Schlupfloch und dann habe ich hier Geld, Rückzahlung. Jemand muss dir etwas zurückzahlen. Das kann übrigens auch eine Abfindung sein. Im Grunde kann es jedweder Vertrag sein, egal was für ein Vertrag, jedweder Abmachung. Hier muss jemand wieder Geld an dich zurückzahlen oder überhaupt an dich zahlen oder dir Geld, das Geld geben. Ob man will oder nicht. Denn entweder du selber oder diese Person hier wird was finden. Das ist doch super. Und ansonsten, wie gesagt, in der Liebe steht es dafür, dass hier jemand einem einfach nur lediglich eine Möglichkeit findet aus diesem Gefängnis, ja. Und wenn, muss nicht unbedingt die Liebe sein, sage ich, es können sogar die Eltern sein. Hier findet man eine Möglichkeit, sich zu befreien, rauszukommen, aus einem Kredit rauszukommen oder aus irgendwas rauszukommen, aus der Abhängigkeit, auch das kann nämlich auch für Abhängigkeit stehen, ne? Also hier der Bär, genauso auch wie Anker. Das lernst du auch in meinem Webinar, mein Schatz, falls du das mal machen willst. Findest du auf meiner Webseite. Dann wirst du erfahren, dass der Bär, ähnlich wie Anker, auch für Abhängigkeit steht, ja? Mal schauen, was hier die Karten noch sagen. Ja, guck hier, diese Person wird dich retten. Das ist hier, oh, das ist eine Person, die sehr zielstrebig ist, weiß, was man will, wohin man will. Sehr mutige Person hier. Diese Person hier weiß genau wie, was und wo. Und das im Stapel 1 hatte ich auch einen Reiter, also das war der Herrscher, der saß aber auf einem Pferd und war hier, hatte auch ein Schwert in der Hand, volle Kraft voraus. Und das ist so ähnlich, nur dass hier der Mann schon vom Pferd abgestiegen ist. Das kann hier eine Geschichte sein. Stapel 1, 2, 3 ist eine Geschichte. Let me see. Gibst du mir bitte noch eine Karte? Please, one more. Oh, bist du? Zack, bum, bang. Oh, guck mal hier, Entscheidung. Decision, decisions, decisions. Möglichkeiten Nummer 44. Selection, destin, action. Hier wird jemand eine Entscheidung treffen. Carrefour. Carrefour. Kreuzung, ja. Am Scheideweg stehen. Am Scheideweg stehen. Hier trifft jemand, sag ich ja. Ich habe vorhin schon gesagt, hier trifft jemand endlich eine Entscheidung.
Und das ist die beste Entscheidung des Lebens. Denn das, was kommt, ist eine Sensation. Eine mega Sensation. My goodness, I can't believe this. That is so incredible good. It's incredible. Travail. Ja. Das ist hier Arbeit. Bei vielen hat es wirklich hier mit Arbeit und Business zu tun. Hier haben wir ein M. Hier könnte irgendjemand, entweder im Vornamen oder im Nachnamen, ein M haben. M. M ist hier wichtig. Guck hier, wie die Zahnräder ineinander greifen. Hier, Klugheit. Der Fuchs steht nämlich auch für, kann auch für Intelligenz stehen. Hier kommt jemand ganz intelligent und clever aus einer Sache raus. Sehr clever. Hier hinten sehe ich ein Bett und auf diesem Bett ist ein Kissen und auf diesem Kissen ist ein Herz. Das ist das Herz hier. Das ist so, ja, jemand, mit dem man gerne Schnicki Schnacki haben will oder bereits Schnicki Schnacki hat mit dir vielleicht. Hier arbeitet jemand schon daran. Und das hatte ich im letzten Dual- und Seelenpartner-Orakel, wo ich sagte, hier arbeitet jemand schon daran. Hier hat jemand einen Plan, einen strategischen Plan. Guck her. Hier hat jemand einen strategischen Plan, wie er oder sie aus dieser Sache rauskommt. Und wenn man dann alles dingfest hat, dann sagt man tschüss, au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, ein Geschenk. Ein Geschenk. Oh, hier könnte jemand, aha, this can be. Hier wartet jemand ab, bis die Erbschaft durch ist. Und in dem Augenblick, wo die Erbschaft durch ist, kommt man auf dich zu. Also hier könnte jemand die ganze Zeit sich zurückgehalten haben, konnte dir ihre Gefühle nicht gestehen oder zu dir stehen, schon gar nicht öffentlich, weil man hier irgendetwas abwarten musste. Und das kann irgendeine, weiß ich nicht, vielleicht, dass man Geld zurückbekommt, dass man eine Erbschaft bekommt. Und die hätte man nicht bekommen, wenn man sich auf dich eingelassen hätte. Und das kann, bei einigen kann es sogar auch eine Scheidung sein, ne? Hier Gütertrennung. Und endlich ist das bald durch. Hier arbeitet jemand ganz gezielt an einer Sache. Aber sowas von. So richtig derartig erlogen. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Lass mich mal gucken, was hier noch steht. Lange Zeit war es vorbei. Geschenk, ja, ist das. Ich sag nur Hello again. Ich kann nicht so laut singen, es ist schon zu spät. Hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Ich finde es so süß, wie er dann so. Es klingt fast wie Hessisch, wie aus dem Bundesland, aus dem ich komme. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Capricorn, der Boss, guck mal hier. Oh, guck mal hier. Das ist hier. Uiuiuiui. Das ist hier 10. Haus. 10. Haus ist auch hier. Vaterfigur, Erbschaft, The Boss. Hier macht jemand irgendwas dingfest. Und im Business. Ich kriege ja auch ganz viel Business rein. 10. Haus.
Ich habe hier Verträge und es wird dir vorkommen wie ein Geschenk. Das ist hier, jemand gibt dir Geld. Hier gibt dir jemand Geld. Geld. Du bekommst Geld zurück. Geld. Du bekommst Geld zurück. Und dieses Geld war die ganze Zeit blockiert. Und es hatte hier mit Verträgen, mit Gesetzen zu tun. Und ich habe hier Possibilität, Selektion, Destin, Action. Also hier wird man, und eine Person spielt eine Schlüsselfigur, einen Fehler im System finden, einen Fehler im Vertrag, Schlupfloch, Gesetzeslücke, irgendwas, sowas. Und dann habe ich hier The Boss. There it is, 10. Haus. Wenn du Single bist, dann lernst du hier einen Mann kennen, eine Frau kennen, der oder die ist finanziell sehr stabil, wird entweder durch Erbschaft oder durch den Verkauf der Firma oder durch eine Abfindung, durch irgendwas kommt man hier zu Money, 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 must be funny in the rich man's world. Yes. Diese Person hat eventuell geerbt. Ich habe mich hier auch 6 der Münzen. Money, money, money. Must be funny. In the rich man's world. Wenn du das bist, ne, dann, weil wenn das in Resonanz steht mit Stapel 1, dann bitte Vorsicht, dass du hier nicht auf irgendeinen Golddigger fällst. No Golddigger. Also so hier so Personen, die so, naja, auf dich abfahren, weil du Kohle hast, ne? Also, dann würde ich hier direkt meinen Vertrag machen und dann siehst du, ob diese Person jetzt nur des Geldes wegen mit dir zusammen ist oder weil man dich liebt, so wie du bist. Love you just the way you are. Guck hier, Erbschaft. I told you so. Real estate. Hier, Family Home, das ist hier auch Familienangelegenheit, ich sag's dir. Hier ist, guck hier, Testament. Hier wartet jemand irgendwelche Testamentgeschichten ab. Testament. Hier wird jemand Immobilien erben. Irgendwas in dieser Richtung. Und man konnte nicht, wie man wollte, so lange, bis hier diese Erbschaftsgeschichten geklärt sind. Und ansonsten kann es für Scheidung, Gütertrennung, Sorgerecht, solche Dinge stehen. Und das ist bald vorbei. Vorbei. Es ist vorbei. Und in dem Augenblick, wo es vorbei ist, und das ist jetzt ganz spannend, Achtung, Ladies and Gentlemen, Achtung, Achtung, Capricorn, 10. Haus, ist genau gegenüber von Krebs, 4. Haus. Oh, I told you so. Das ist signifikant. Denn astrologisch stehen sich diese zwei Sternzeichen genau gegenüber. Steinbock und Krebs genau gegenüber. Und 10. Haus ist Vaterfigur. Das hat hier mit einem Vater zu tun. Und wenn es nicht der Vater ist, dann hat das hier, das kann irgendein Firmenchef sein. Eine Abfindung oder vielleicht wurde man ausgezahlt. Und das 10. Haus steht aber auch für Autorität. Also hier irgendwelche Gerichte, irgendeine autoritäre Person, hohen Standes, Politiker, Politikerin oder irgendein Gericht, kann auch für Gerichte stehen. Irgendeine Person in sehr, sehr hohe Position, Gesetze. Und das 4. Haus kann auch hier mit Grundstücken, Immobilien zusammenhängen. Hier musste vielleicht auch irgendwas mit der Herkunft geklärt werden.
Irgendwas war mit der Herkunft auch irgendwie. Irgendwas stimmte hier nicht. Mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Geburtsurkunden, sowas. Das musste auch noch geklärt werden. Auf jeden Fall, was immer hier geklärt werden musste, dieser Person waren die Hände gebunden. Wegen Familie, wegen Erbschaft, wegen Gütertrennung, Sorgerecht, Kinder, Familie und so weiter. Aber jetzt, bald, Ladies and Gentlemen, bist denn, wenn du das bist, dann bist du das. Ansonsten wäre immer, Entschuldigung, mein Schatz, das ist hier so pupstrocken hier. Und ich drehe schon seit gefühlten 700 Stunden. Diese Person ist endlich durch, sahnt ordentlich ab und kann endlich das machen oder das lieben oder wen lieben, was man will, wen man will. Und das wird hier eine Sensation. Eine Sensation ist. Wer immer hier ist, hatte bislang oder hat noch Probleme mit Selbstbewusstsein. Und das wird sich ändern. Transformation ist der Superlative. Transformation. Achtes Haus, Skorpion ist Transformation. Mal gucken, ob das rauskommt. We will see. We will see. Von Scheu, ich traue mich nicht, ich kann nicht, oh, wie denn? Und in. Ich mach das, mir egal. Wer ein Problem mit mir hat, der muss an sich arbeiten. Ich stehe dazu. Ich mache, was ich will. Ich weiß, wer ich bin, was ich bin. Ich bin nun mal so, wirklich, also, das ist so die Glaubenssätze auf neuntes Haus Schütze, ne? Kriege ich auch rein. Das ist ja Trine. Flow. Hier kommt jemand in the flow train haben wir hier. Hier kommt jemand endlich in den Fluss. Hier fließt's endlich. Die Blockaden werden sich lösen. Blockaden werden sich lösen. Was immer hier blockiert hat, blockiert wurde hier. Was immer hier, ne? Wie man so schön sagt, Sand im Getriebe war, ist bald finito. Keine Sande mehr im Getriebe. Bald können die Rädchen richtig schön drehen. Die Rädchen können bald schön drehen. Destiny. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Destiny. North Node. Diese Person folgt jetzt seinem, ihrem Schicksal. Was hier passiert, wenn du das bist, dann bist es eben du. Tausendmal du. Oder hier die Person hier. Hier beginnt eine schicksalhafte Zeit. Hier erfüllt sich ein Schicksal, Schicksalsmelodie. Hier erfüllt sich ein Schicksal. Du bist mein Rickschal. Diese Szene ist einfach nur genial. Du bist mein Rickschal. Zurück in die Zukunft ist einfach nur genial. Ich hab's gesagt, habe ich nicht Skorpion gesagt? Guck mal, habt ihr gesehen, wie die rausgesprungen ist? I'm a witch. I'm a witch. I'm a little witch. Ich bin die kleine Hexe. Nicht umsonst hier die Mondsichel. Ich musste aber auch ordentlich dafür bluten. Skorpion. Skorpio. Ich habe euch gesagt, ich kriege hier Skorpion rein. Und da ist sie. The Scorpio, the animal, the transformation. There it is. There it is. Oh, ich kriege gerade Gänsehaut. Ich bekomme Gänsehaut und Gänsehaut ist immer Bestätigung. Ding, 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 ding. You are right. You are right. Hier folgt jemand seiner Passion. Hier Destiny. Destiny.
is my destiny and it's hard to see. Diese Person ist der Meinung, du bist sein ihr Schicksal. Und wenn das nichts mit Liebe zu tun hat, dann folgt hier, wer immer das auch ist, seinem ihrem Schicksal. Und das kann für dich selber stehen. Wenn du sagst, ich weiß nicht, dann bist du noch hier. Dann bist du noch hier, mein Schatz. Dann warte es ab. Hier werden sich Dinge auflösen, klären, was auch immer. Dir, was dir wie ein Geschenk vorkommt. Und endlich kannst du, und hier haben wir, guck mal hier, guck mal hier. Achtung. Destiny. Was steht hier? Destin. Hier, wie wird das ausgesprochen? Ich kann kein Französisch. Ich kann diese Biere, die so schön hat gekribbelt in meine Bauchnabel. Kennt ihr die Werbung? Hier. Destin. Wird das so ausgesprochen? Destin? 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 Oder Destin? Destin? Ich weiß es nicht. I cannot speak French. I cannot speak French. Aber auf jeden Fall wissen wir hier beide, was das bedeutet. Schicksal, Schicksal. North Note. Dun, 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 dun. Hier erfüllt sich ein Schicksal, Schicksal, Schicksal. Yes, baby. Yes, baby, yes, baby, yes. Hier. Und das ist vor allen Dingen, weil ich euch ja sagte, dass hier diese Person Probleme hatte im Bereich des Selbstbewusstseins. Und das achte Haus steht für Psychologie, für die Psyche. Und diese Psyche wird sich transformieren in eine selbstbewusste Frau und einen selbstbewussten Mann, der oder die zu sich und zu der Sache und zu was auch immer steht. Und bei einigen kann es regelrecht ein Coming Out sein, wirklich. Coming Out zu Gefühlen, Coming Out zur Neigung, alles Mögliche. Und schon wieder die Bestätigung. Hier, 10. Haus, Capricorn. Hier, Reputation. Hier kommt jemand auch ganz groß raus in der Öffentlichkeit. Habe ich vorhin schon gesagt. Das hier ist die Öffentlichkeit. Hier wird jemand bald im Rampenlicht stehen. Wirklich regelrecht, wie das Licht hier, wie im Rampenlicht. Spotlight, hier. Spotlight, aber ich habe hier 2 Sitze. Man wird zu zweit sein, was immer das auch ist. Das kann hier, weiß ich nicht, irgendwas, alles Mögliche sein. Eine Firma, vielleicht gründet ihr eine Firma zusammen. Oder ein Power Couple. Ihr werdet ein richtiges Power-Couple sein. Ihr werdet vielleicht sogar auch als Paar in der Öffentlichkeit stehen. Entweder als Geschäftspaar, also nicht Liebe, Geschäft, oder als Liebespaar und Geschäftspaar, was ja ein Power-Couple ist. Ja. In the Spotlight. Vielleicht steht ihr beide schon im Rampenlicht. Und in dem Augenblick, wo ihr euch zusammentut, seid ihr das Königspaar des Jahres. Das Herrscherpaar, Herrscher und Herrscherin. Das ist hier wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Wo sind die anderen hier? Wir nehmen noch das und dann ist hier, glaube ich, finito. Wer Probleme hatte mit dem Knochenbau, das wird sich stabilisieren. Absolute Stabilisierung. Alle möglichen Knochenbau. Alles mit Knochen, Schulter, alles Mögliche. Das wird sich stabilisieren. Falls du Heuschnupfen hast, auch das wird sich stabilisieren. Someone is so in love with you. Oh my goodness. I can't believe it. How much this one is so in love with you. Diese Person ist so in dich verknallt wie sonst noch was. Aber ihr beide auch.
Ihr seid beide so dolle, 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 dolle ineinander verliebt, aber richtig dolle. Da steht ja auch für Schnicki Schnacki, achtes Haus, Intimität, Scorpio. Diese Person ist, und das hatte ich auch, hatte ich das jetzt im Stapel 2? Hatte ich das im Stapel 2? Ich hatte in einem der beiden, ich glaube, es war Stapel 2, hatte ich, dass die, oder habe ich das hier gesagt? Habe ich das hier gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich entweder in Stapel 2 oder hier gesagt, dass die Liebe größer wird als die Angst. Als die Angst vor dem Schritt, den man wagen muss, oder die Angst davor, dazu zu stehen oder so. Und deshalb wird man hier wagenmutig. Das ist hier der Stapel der Mutigen, wirklich. Mut. Mut führt zu Liebe, muss ich wirklich zu so sagen. Hier führt der Mut zu Liebe und Wohlstand vor allen Dingen. Denn in dem Augenblick, wo diese Person sich endlich hier befreit, oder du, wenn du das bist, dich hier befreist, habe ich, dass du hier, das, was du hier tust, nicht nur, dass du im Rampenlicht stehst oder das, was du tust, in der Öffentlichkeit richtig gut ankommt. Ich habe, das wird dir Geld bringen, wo du hinterher, das hatte ich auch in der Liebe, was immer dein Thema hier ist oder wessen Thema, ich habe, dass man, wenn man zurückblickt, erkennt, oh Mann, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Oder warum habe ich mich so verrückt gemacht? Denn ich habe, dass du gut ankommst, die Sache gut ankommt, es wird auch gut angenommen und auch noch Kohle bringt ohne Ende. Du wirst dir wirklich in den Allerwertesten beweisen, dass du es nicht schon früher getan hast, diesen Schritt, dieses Wagnis einzugehen, die Gefühle einzugestehen und ach, naja gut, besser spät als nie. You know. Ja, guck, das hatte ich in Stapel 2. Du musst dir Stapel 2 angucken. Ich hatte hier Sacrifice. Guck hier, ist jemand endlich bereit, ein Opfer einzugehen. Hier ist jemand endlich bereit, ein Opfer einzugehen. Ein Opfer zu bringen, erbringen, so muss man das sagen. Ein Opfer zu bringen. Sacrifice und Coming Out. Hier Regenbogenfarben. I'm coming out. I want the world to show and let them know. Meine Stimme ist schon angeschlagen. I'm coming out. I want the world to know and let them show. Also mein Schatz, hier wird jemand zu sich, zur Sache, zu dich, zu dich, zu dir, zur Liebe stehen. Und man brennt dafür. Man brennt dafür. Show and let them know that I'm coming out. And let them show. Ja, guck hier, guck mal hier. Hier, da, die Acht der Schwerter, Trapped in Fear. Guck, Acht der Schwerter. Da ist es, Acht der Schwerter. Das ist hier noch die Angst. Hier ist jemand noch gefangen, noch, aber nicht mehr lange. Und dann ist hier dann, 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 dann. Stapel 2, du musst dir Stapel 2 angucken. Stapel 2, Stapel 2. Du musst dir Stapel 2 angucken. Und dann haben wir hier The World. I want the world to know and let them show. Hier, Universe. Etwas nimmt ein Ende. Zehn der Sch Guck mal hier, die Angst nimmt ein Ende. Die Angst nimmt ein Ende. The Universe steht für Ende. Aber ups, oh. Ich habe jetzt weniger Platz. Ich muss mich dran gewöhnen. Dass ich jetzt weniger Platz habe. Oh Mann. Hier, ein Ende. Dass diese Angst, Trapped in Fear, hat ein Ende. Ja. Und das haben wir genau hier. Das sind diese zwei Karten. Diese zwei Karten sind genau das. Hier, Acht der Schwerter.
Zehn der Stäbe ist Ende. Ende der Angst. Trapped in Fear, Angst. Universe heißt Ende, aber ein glückbringendes Ende. Und das ist ja hier. Das ist das Glück da. Schlüssel mit Kleeblatt. Zehn der Münzen. Habe ich die ganze Zeit neun der Münzen gesagt? Nee, das ist doch neun der Münzen, wollte gerade sagen. Doch, ist neun der Münzen und sechs der Münzen. Super. Neun der Münzen. Wohlstand. Sechs der Münzen. Auf Augenhöhe. Förderung. Erbschaft. Charity. Geld bekommen. Ist einfach unschlagbar gut. Unschlagbar. Glück bringend. Kannst auch googeln. Die Welt. Tarotkarte. Die Welt. Steht für, dass ein neuer Zyklus, ein neues Leben beginnt. Ein neues Leben beginnt. Hier. North Node. Destiny. A new destiny awaits you. A new destiny. Einige von euch werden sich sogar ein neues Zuhause kaufen. Ich habe hier Umzug, neues Zuhause. Und das, was hier kommt, einige von euch werden sogar zusammenziehen mit einer Person hier. Ja, ich habe nämlich hier zehntes Haus, Capricorn, and fourth House, das ist hier Heirat, Familie gründen, zusammenziehen, und das ist hier Schicksal, zwei, die füreinander bestimmt sind, das ist wie ein Geschenk hier, das ist hier, ihr seid füreinander bestimmt, ihr seid füreinander bestimmt. Füreinander bestimmt. Lass mich mal kurz gucken. Ich nehme noch die. Ja, und im Business auch. Wenn das ein Business-Ding ist, hier, weltweit. Wenn du Angst hattest, dass das nichts wird, da irrst du dich. Da irrst du dich gewaltig. Vielleicht sind hier noch hier, ist noch Sand im Getriebe. Zwillingsseelen. Aber du wirst dich noch wundern, wie gut das wird. Ja, nur eine Frage der Zeit. Das ist schon sowieso, das kann niemand verhindern. Niemand konnte das je verhindern. Hier konnte jemand nur die Zeit verzögern, aber nicht die Tatsache verhindern. Denn das steht schon im Schicksalsbuch geschrieben. Dass das, was du hier tust, oder wenn es um Liebe geht, dieses Pärchen, oder das, zu was du stehst, wer du bist in Zukunft, Schicksal ist. Das ist dein Schicksal. Egal was war, das muss so kommen. Niemand wird das verhindern können. Niemand. Hier konnte man sich nur im Weg stellen. Wenn eine Karte raus will, dann will sie raus. Yes, the universe is talking. Universe is talking. Eure Leidenschaft ist entflammt. Yeah. I told you so. Ihr habt so eine animalische Anziehungskraft, dass es schon nicht mehr normal ist, wirklich. Die Anziehungskraft, das habe ich schon einmal in irgendeinem Orakel, Weihnachtsorakel, habe ich das, glaube ich, mal gesagt, dass die Anziehung zwischen euch beiden, also so diese Erdanziehungskraft ist nichts dagegen. Die Erdanziehungskraft ist nichts gegen die Anziehung, die ihr füreinander habt. Die ist animalisch. Da überspringt sich sogar meine Stimme. Meine Stimme, na guck mal her. Ihr werdet euch beide transformieren. Ich habe hier zwei Schlangen. Ihr beide werdet euch gemeinsam zu was Neuem vereinen, verbinden. Durch euch entsteht etwas Neues. Und weil ich das vierte Haus habe, kann es bei einigen, nicht bei allen, ich weiß, aber bei einigen von euch entsteht entweder ein Kind oder ein neues Projekt, ein neues Vorhaben. Ihr zwei seid füreinander bestimmt. Sei es für ein Projekt, ein Vorhaben. Aber auch in der Liebe werdet ihr, wenn ihr ein Paar werdet, werdet ihr irgendwas zusammen kreieren. Das ist vorherbestimmt. Ihr zwei seid mit Absicht, ich kriege die ganze Zeit Gänsehaut, ihr zwei seid mit Absicht zusammengeführt worden. Mit purer Absicht. Das ist hier gewollt. Das muss so sein. Ihr gehört einfach zusammen.
Ihr gehört einfach zusammen. Dein Hilferuf ist schon angekommen. Dein Gebet wird erhört. Dein Gebet wird erhört, mein Schatz. Das ist so wunderschön. Eine letzte und dann ist Feierabend, Schatz. I want the world to know and let them show I'm coming out. I want the world to know and let them show. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Und das wird man haben. Guck hier, Kraft, das. Der Bär steht für Kraft. Der Bär steht für Kraft. Ja, und eben, ich habe am Anfang noch gesagt, hier wird jemand endlich den Mut haben, etwas zu verlassen, Nein zu sagen, den Rücken, dem ganzen Rücken zuzukehren. Hier, ihr könnt mich nicht mehr kontrollieren. Keine Mind Games, kein Mind Controlling mehr. Ich folge jetzt meinem Schicksal. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Und das, wer immer das ist, kann auch für dich selber stehen. Bislang glaubt man, dass man nicht die Kraft hat, dass man sich nicht wehren kann. Aber die Acht der Schwerter, hier, ist die Karte, die sagt, das sind die Grenzen in deinem Kopf, nirgendwo anders. Du hast dir in deinem Kopf einpflanzen lassen, dass was immer das auch ist, du dich nicht befreien kannst, nicht lösen kannst, du nicht verändern kannst, kannst du. Du hast die Kraft, hier dich zu verändern. Du hast die Kraft, das in Bewegung zu setzen. Und you will find a loophole. Also du wirst hier noch eine Lücke finden im System. Den Fehler finden im System. Den, was immer das auch ist, was du hier brauchst. Du wirst es schaffen. One more. Noch eine letzte. Komm. Noch eine letzte und dann ist finito. Feierabend. 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 Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Ich komme wieder, keine Frage, denn heute ist nicht alle Tage. Heilige Vereinigung, hüte deine Beziehung wie einen Schatz. Yes. Hüte deine Beziehung wie einen Schatz. Da. Ein Geschenk. Und das ist Schicksal. Schicksalsmelodie. Heilige Vereinigung, hier kommen endlich zwei zusammen, die zusammengehören. Endlich, oh, ist das schön, oh, das ist so schön, das ist einfach nur schön. Mein Engel. So, das war's. Ich mache jetzt ihre Feierabend. Das ist ihre Finito, Finito, Finito. So, Finito, 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 Finito. Ich hoffe, das konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns wieder in den nächsten Orakeln. Ihr wisst ja, die sind hier aufgeteilt. Also such, wenn du das nicht gefunden hast, dann gibst du oben ein Sensitiver Universe. Und dann gehst du auf meine Seite und dann findest du, also auf YouTube, auf meinen Kanal. Und dann findest du alle Teile. Dann findest du das Intro. Ersten Stapel, zweiten Stapel, dritten Stapel. Okay, mein Schatz? Wunderbar. So, also, ich sagte ja schon, dass ich hoffe, dass eine dieser Stapel oder alle drei dir geholfen haben. Gibt es noch irgendwas? Ja, Informationen gebe ich jetzt nicht durch, sonst wird es noch länger. Guck dir das Intro an, da habe ich ein paar Infos durchgegeben, okay? So, zu allen möglichen. Nur ein paar Infos. Falls dich das interessiert und du informiert sein möchtest. So, mein Schatz, also, wir sehen uns wieder in den nächsten Orakeln. Und ich danke dir fürs Liken, fürs Weiterleiten und fürs Zuschalten. Hab eine wunderschöne Zeit und denk daran, das Universum liebt dich. Ich liebe dich über alles. Und Gott liebt dich über alles, mein Schatz. Ob du an Gott glaubst oder nicht, Gott liebt dich und braucht dich, mein Schatz, okay? Wunderbar, vielen Dank. Mazel Tov, Inshallah, so Gott will. Bis zum nächsten Mal, deine Sensitiva.